In diesem Video zeigen der Thomas und ich euch drei Gründe, wieso man beim Golfspielen Rückenschmerzen bekommt, bevor man überhaupt den Schläger losgeschwungen hat. Und außerdem zeigen wir euch auch natürlich, was man dagegen tun kann. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Ich darf euch kurz vorstellen, das ist Thomas Kallinger, er ist Physiotherapeut und spezialisiert auf Golf. Wir machen ja gemeinsam eine mehrteilige Serie zum Thema Rückenschmerzen beim Golf. Und falls du den ersten Teil versäumt hast, kannst du hier unten in der Beschreibung den Link dazu finden, beziehungsweise findest du hier oben auch eine Infokarte zur Playliste. Was für dich wichtig ist zu wissen, ist, dass ein Video wie dieses keine gezielte Untersuchung und Behandlung von einem Therapeuten oder einem Mediziner ersetzt. Ein sehr, sehr häufiger Fehler im Setup, der wirklich dann zu Problemen im Golfschwung führen kann, ist, dass man entweder exzessiv im Hohlkreuz ist oder das Becken zu weit nach hinten gekippt hat. Das will ich dir kurz zeigen anhand meines Modells, den Thomas. Kannst du kurz eine Ansprechhaltung machen kannst, wie beim Golf. Also er hat den Oberkörper nach vorne geneigt und hat jetzt sein Becken ca. 20 Grad gekippt. Das ist das, was ich bereits im ersten Video gesagt habe, was eine ganz normale Position ist für einen Profigolfer. Sieht man sehr, sehr häufig, dass man in diesem Bereich ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu viel im Hohlkreuz ist, also Anterior Tilt, einen Anterior Tilt macht, zeigt euch jetzt kurz der Thomas vor, schaut das so aus. Und da sehe ich immer wieder Golfer, die in dieser Position stehen. Ja? Das ist man bereits komplett gesperrt und kann eigentlich nur noch in einer Überstreckung der Lendenwirbelsäule aufdrehen. Das andere ist, man macht es umgekehrt. Das ist, wenn man zu viel Posterior Tilt hat, wie man sagt. Man sagt auch dazu C-Posture, weil das ausschaut wie der Buchstabe C. Da ist das Problem ebenfalls, dass man sich nicht richtig athletisch wegbewegen kann und das führt zu großen Problemen. So, wie komme ich aber in die richtige Position? Wir zeigen das jetzt ganz kurz vor. Und zwar, ich möchte, dass du das mal so probierst, dass du mal erstmal in eine Ansprechposition gehst, gehst in eine ganz normale Haltung und dann gehst du so viel du kannst ins Hohlkreuz. Ja? Man macht einen sogenannten Anterior Tilt. Und jetzt bitte machst du genau das Gegenteil, so viel du kannst. Ja? Und jetzt gehst du nochmal Richtung Anterior und jetzt noch einmal Richtung Posterior. Das heißt, du hast die Idee, wie viel Bewegungsfreiraum du hast. Und genau in der Mitte möchte ich dich ungefähr drin haben. Das heißt, jetzt gehst du noch ein letztes Mal ins Hohlkreuz, so viel du kannst und suchst die Mitte bitte. So, und jetzt hast du hier hinten einen sehr flachen Rücken normalerweise und deine Gürtellinie ist circa in diesem 20 Grad Winkel geneigt. Das ist eine optimale Position, um zu starten. Wichtig dabei, Thomas, ist es, dass man ja beim letzten Mal, wenn man das macht, immer aus dem Hohlkreuz kommt. Kannst du vielleicht noch mal kurz das vorsagen? Aus dem Hohlkreuz kommt und dann Richtung Mitte geht. Weil dann ist hier die Bauchmuskulatur aktiviert und man wird nicht in Gefahr kommen, beim Aufschwung in ein Hohlkreuz durchzusacken. Würde man jetzt zum Beispiel zu viel Posterior gehen und jetzt die Mitte suchen, fühlt es sich so an, als ob hier die ganzen Bauchmuskeln alle abgeschlafft sind und man ist eigentlich nicht im Chorbereich, im Kernbereich der inneren Muskulatur gut geschützt. Manche haben Schwierigkeiten, die richtige Ansteuerung für das Beckenkippen zu finden. Dabei ist das gerade ein sehr wichtiger Faktor, was die Prävention von Rückenschmerzen betrifft. Falls du einer von jenen bist, kannst du folgende Übung machen. Du begibst dich auf alle vier und beginnst mit dem, dass du das Becken zurückbringst, also einen runden Rücken machst und dann in Richtung Hohlkreuz gehst. Wenn du das gut kannst, dann kannst du probieren als Steigerung die Knie leicht abzuheben und du machst das Gleiche in dieser Position. So, der zweite Fehler, den man häufig sieht und leider Kreuzschmerzen verursacht, ist folgender. Man steht leider mit dem ganzen Körper komplett verzogen da, sprich man hat das zum Beispiel das rechte Becken hoch, das linke Becken tief, also sprich eine Beckenseitbeugung, die Wirbelsäule ist in die andere Richtung oder umgekehrt. Das ist etwas, was nicht sehr gut ist, natürlich um aufzudrehen. Ich glaube, da braucht man kein Experte zu sein, dass das nicht gesund ist. Aber trotzdem, immer wieder sieht man Amateurgolfer in diesen extremen Positionen. Der häufigste Grund, glaube ich, warum
einer von diesen Positionen passiert, ist der, weil ja beim Golf die Ballposition beim Driver weiter links ist. Ich habe jetzt zwar weder einen Driver in der Hand noch einen Golfball hier unten liegen, aber ich glaube, du kannst dir das vorstellen. Der Ball liegt ja, wie gesagt, links. Und wenn man jetzt den Ball anspricht mit dem Driver, beginnt man dann oft mit dem Oberkörper nach links zu gehen, um quasi den Ball zu erreichen, um hinzulangen. Ja? Und jetzt siehst du schon, was passiert. Mein Becken kommt in eine Seitneigung, meine Wirbelsäule steht etwas dagegen, weil ich weiß ja, mit dem Driver muss ich eher in der Aufwärtsbewegung stehen. Und jetzt stehe ich komplett verkorkst eigentlich beim Ball. Wie kann ich das besser machen? Ich empfehle dir, dass du den Ball eben auf die richtige Ballposition legst, dann einfach deinen Oberkörper nach vorne gibst, dein Becken etwas nach hinten und einfach neutral suchst. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du einfach den Driverkopf hier und lässt diesen Abstand zwischen Ball und Schlägerkopf einfach so, wie er ist. Oder du gehst her und bewegst nur den Schlägerkopf rüber zum Ball und lass die Hände etwas in der Mitte. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass du natürlich hingehst, aber dir bewusst machst, dass du gerade zum Ball hinlangst und dich bewusst etwas wieder zurückbewegst. Aber das ist wahrscheinlich die schwierigste Art. Falls du Schwierigkeiten hast zu spüren, ob dein Becken horizontal ausgerichtet ist und dein Oberkörper dazu vertikal ausgerichtet ist, gibt es einen guten Tipp für dich. Stell dich sehr breit hin, nimm den Golfschläger ans Becken. Es ist nämlich sehr schwer, in einer breiten Stellung ein schiefes Becken zu haben. Schau, dass diese Beckenposition genauso bleibt, während du die Füße enger zusammennimmst und dann bist du in der perfekten Position. So, jetzt zum dritten Grund, warum man Rückenprobleme bekommen kann, bevor man überhaupt den Golfschwung gestartet hat. Und das ist folgender, nämlich, dass man nicht in Balance steht. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man entweder zu viel Körpergewicht auf den Zehenspitzen bereits hat oder zu viel auf den Fersen. Nun unterrichte ich ja schon seit einiger Zeit mit Bodenkraftplatten und kann immer wieder schauen, wie meine Schüler beim Ball stehen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr häufiger Fehler, dass die meisten eher vorne stehen. Also ganz, ganz selten habe ich Schüler, die von Haus aus in der Mitte balanciert gut dastehen und somit eine aktive, gute Bewegung machen können. Dabei wäre das so wichtig, weil wenn du jetzt nicht in einer guten, balancierten Position stehst, dann sucht der Körper ja dauernd irgendeinen Weg, um nicht umzufliegen. Das heißt, er muss sich dauernd irgendwie balancieren und muss Muskulatur verwenden, die vielleicht gar nicht für diese Bewegung geschaffen ist. Und da kann natürlich auch häufig es vorkommen, dass eben die Wirbelsäule oder das Kreuz oder unter Rückenbereich, Nackenbereich, dass alle diese Zonen belastet werden, weil man einfach nicht mit dem gesamten Körper in Balance ist. Erst gestern hatte ich eine Dame, die über furchtbare Rückenschmerzen klagte und ich habe sie nur balanciert hingestellt und es war eine komplett neue Welt für sie. Ich zeige dir jetzt eine Übung, die ich meinen Schülern sehr gerne aufgebe, damit sie ihre Balance finden, auch wenn sie jetzt nicht auf Kraftplatten stehen. Und zwar, du machst folgendes, du stehst dich bitte mit einem Schläger in eine Ansprechposition und jetzt beginnst du folgendes zu machen, und zwar du beginnst mit den Füßen vor und zurück zu rollen. Du kannst ruhig die Fersen heben, Zehenballen heben und dann machst du das immer kleiner, bis du fast keine Bewegung mehr hast. Ja? Und dann ist das meist die perfekte Stelle, so wie du beim Ball stehen solltest. Um herauszufinden, ob du in der optimalen Position aus vorne und hinten stehst, gibt es eine ganz einfache Übung für dich, die nicht nur fürs Golfen wichtig ist, sondern auch im Alltag. Du stellst dich hin und versuchst links und rechts von deiner Wirbelsäule deine Rückenstrecker zu greifen. Du versuchst jetzt das Becken nach vorne zu bringen, dann müssen die Rückenstrecker locker lassen. Jetzt bringst du das Becken zurück und du spürst den Punkt, wo die auf einmal anspringen. Such dir den Punkt, wo die plötzlich locker werden, und an jenem Punkt fängst du dann an, dich nach vorne auf den Fuß ballen zu lassen, zurück auf die Ferse, und du wirst spüren, jener Punkt, wo die Muskulatur plötzlich locker lässt, ist die perfekte Position,
aus vorne und hinten. Du solltest eigentlich direkt in der Mitte von deiner Fußfläche stehen. Wie du in diesem Video bereits bemerkt haben wirst, ist es extrem wichtig, dass du dein Becken, aber auch all deine anderen Gelenke in einer Mittelposition stabil halten kannst. In dieser Position können unsere Muskeln am besten und effizientesten arbeiten, ohne dass es zu Rückenschmerzen kommt. Das ist nicht nur für eine Übung wichtig, sondern für alle drei Tipps, die wir dir gegeben haben, in diesem Video, aber auch in den anderen Videos, von größter Wichtigkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du uns ein paar Daumen hoch gibst. Hier unten findest du noch die Playlist zu der Videoserie und noch ein anderes hübsches Video. Und da drüben hier haben wir meinen Kanal, den du abonnieren kannst. Danke fürs Zusehen und bis bald.